Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Asreiter und wir sind in einem vorhin vorgestellt und zwar die Vorschau Nummer 2 von Punk Wars. Ja, Scharmützel war vorgeschlagen, Kampagne hatte ich gesagt, aber ich glaube, wir machen nichts mehr, weil gerade das Spiel abgestürzt ist. Das ist jetzt nicht so dolle, das ist jetzt das zweite Mal, dass es abstürzt, also ich probiere es dann nochmal und hoffe, dass wir im Spiel dann weiterkommen und dass das klappt, ne? Ist jetzt nicht so prickeln. Linux und Proton ist das, glaube ich, und dann wird es schwierig. Oder ist es Native? Ich weiß nicht. Nee, Native war es, glaube ich, nicht. Ich gucke mal gerade auf der Shop-Seite. Doch, ist sogar Native angeboten. Aber für Native läuft ziemlich schlecht, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, ich check das mal nochmal und hoffe, dass wir da weiterkommen. Bis gleich. Ihr guckt euch das Intro an und ich gucke zu, dass es fertig wird, ne? Wisst ihr Bescheid. Bis gleich. So, hier sind wir in Scharmützel. Jetzt Steampunk hatten wir, glaube ich, im Dingens. Jetzt gehen wir mal hier auf Dieselpunk. Und ich würde sagen, wir können das ganze Ding auch starten. Schauen wir, was da gibt. Ne? Ladebildschirm. In der Theke versuchen die Menschen, die zu vereinigen. Und eine. Okay, das Laden ging relativ zügig. Jetzt haben wir hier Einheiten. Was will er denn? Mein Anführer? Ah, ne, mein Anführer. Er wurde zu auserwählt, die Expedition dieser bewunden. Wildnis, schade, dass da jetzt das Wasserwerk steht, zu führen. Unsere Statistiken sind der Meinung, dass dieses Gebiet voller unentdeckter Ressourcen sind, die zweifellos für unsere gemeinsame Bemühung im Hauptquartier hilfreich sein werden. Leider haben wir Grund zu der Annahme, dass wir nicht die einzige Organisationsgruppe von Rückgewinnern in dieser Gegend sind. Euer Hauptziel ist es, zu expandieren und so viele Ressourcen wie möglich zu gewinnen. Solltet ihr auf Widerstand stoßen, habt eine Gnade mit ihm. Habt keine Gnade mit ihm. Auf den Sieg. Gut, was haben wir hier für Leute? Das sind die Baumeister, ne? Jetzt müsste man mal wissen, was haben wir denn hier für Felder? Gibt es hier irgendwo was? Da ist ja was, ne? Aber das ist radioaktiv wahrscheinlich, das ist nicht für uns. Wir brauchten Öl, wenn. Was ist das da? Wenn wir jetzt hier hinmarschieren, können wir dann das Feld erkennen, was da ist? Ressourcenproduktion, Wasser wird es hier geben. Und können die noch weiterlaufen, die Jungs? Ja, oder? Ah, das war zu weit. Ne, marschieren können sie nicht mehr, dafür ist ja das rote X. Also hier könnten sie jetzt eine Wassergeschichte noch bauen, oder? Ja, rotes X geht nicht mehr. Also eine Einheit. Nee, warte mal, da muss ich auf das Feld, dann sehe ich das hier Wasser. Ein extrem wichtiger Grundrohstoff. Wasser. Da könnte man Wasser abbauen, wenn man es baut. Aber möchte ich das? Ich möchte das da erst entdecken. Wohneinheiten können sich hier auf und ab bewegen. Okay, da müssen wir mal gucken. Ach so, da ist ein Tunnel, der dann auf die Ebene da unten hingeht. Okay, dann würde ich sagen, da werden wir die Herrschaften Baumeister... Nee, das ist nicht gut, die Baumeister da hinzuschicken. Die Baumeister nicht. Dann werden wir die da mal hinschicken, ne? Und wie kriege ich die jetzt runter? Geht das irgendwie? Nee, Wohneinheiten können hier auf dem... Ah, okay. Aber die können auch nicht mehr, weil sie keine Bewegungspunkte haben. Könnten jetzt hier noch eine Wassergeschichte bauen, oder? Sollte man das tun? Wasserfabrik. Ah, das können die außerhalb der Grenzen bauen. Aha, alles klar. Das heißt, wir müssen erst so einen Turm bauen, ne? Aber dafür brauche ich Ressourcen, die mir noch fehlen. Gut, das heißt, wir sind mit der Runde wahrscheinlich noch nicht zu Ende, weil wir haben bestimmt hier irgendwo noch ein Lager oder sowas. Wohnsiedlung, nee, die kann nichts. Der Wehrturm, da können wir auch nichts mitmachen. Ah, hier müsste man was ausbilden können, oder? Ja, da unten ist es ja. Motivator ausbilden. Sanitäter anheuern. Was haben wir hier? Schlafen und da Runde überspringen. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen Pazifikator ausbilden. Aktion in der Warteschlange. Ausführen, Zeit 3. Ziel, bilde eine neue Einheit im Gebäude aus, Reich selbst. Rekrutiere eine Pazifikator-Einheit Basis. Diese Produktion kann im Nahkampf da auch... Ja, komm, dann machen wir das erstmal, ne? Annehmen. Gut, ich glaube, dann ist die Runde aber zu Ende. Hier hinten war nämlich jetzt ein Ölfeld. Hier ist Wasser wohl.
Die sind ja Gewächs, ne, Gewächshaus. Da gibt es auch Essen, machen die da, gut. Und das war ja hier radioaktiver Zeug, was wir jetzt nicht brauchen mit unserer Fraktion. Ach, was war das hier noch? Ah, Unterkünfte. Okay, ich glaube, da sind wir mit der Runde durch. Machen weiter. Kommen wieder zu unserem Wehrturm, der uns jetzt aber nichts bringt. Die brauchen 3 Runden. Das bringt uns auch nichts. Wieso haben die denn alle rote Xer? Ich dachte. Ah, das ist auch nicht so dolle, ne? Habe ich nicht weitergedrückt? Ha, gab's? Ach so, da gab's noch was zu tun, vielleicht. Ach so, da kann ich hier noch was. Baumeister anheuern, Speer anheuern, schlafen. Speer anheuern machen wir. Die nehmen wir noch dabei. Speer können wir gebrauchen. Okay, jetzt ist die Runde erst zu Ende, oder? Beginne mit der Umsetzung des neuen Projektes Porto eine Zug. Wo kann ich denn neues Projekt starten noch? Tja, keine Ahnung. Kartengitter, Anzeige der Einheiten, noch eine Karte umschalten, Anzeige der Umrisse umschalten. Okay, Anzeige von Ressourcen auf der Karte umschalten. Das können wir ja mal machen. Aha, dann sieht man das so, sehr schön. Anzahl der HP-Balken umschalten. Okay. Anzahl aktiver Aktionen umschalten. Ne, die braucht man schon. Das ist cool. Kartengitter. Okay, das ist auch cool. Dann sind die Einheiten weg. Dort wollen wir auch nicht. Anzahl der Umrisse umschalten. Ach so, dann. Ne, das lassen wir mal so. Und die Beute wollen wir auch sehen. Ja, das kann man mal ab und zu dann anmachen. Das ist auch alles. So, jetzt klicken wir hier drauf und dann kriegen wir hier noch, ach so, Projekte. Gasmaskenkosten, Wissenschaftspunkte minus 8 für die Umsetzung verfügbar. Sie sind gerade der letzte Schrei. Okay, und hier unten haben wir experimentelle Bohrer. Wenn das hier nicht kaputt gehen, Ziel, Baumeister, Einheit, Gebäude. Was ist denn das nächste hier? Erweiterte Werkzeuge kosten Wissenschaftspunkte. Als Höhlenmenschen. Und hier oben. Ölraffinerie. Ich glaube, wir nehmen das. Machen wir. Projekt gestartet dann, ne? Wende deinen Zug. Machen wir. Steampunk wird berechnet, die anderen werden berechnet. Wastelanders werden berechnet. Okay, wir haben eine Waffe, eine von Einmischen am Horizont gesichtet. Die Ödländer sind voll von Unsinnswiderwillen, die am Rande Lebens leben. In ihrer Verzweiflung greifen sie oft zu Gewalt und Diebstahl. Daher ist im Umgang mit ihnen Vorsicht zu geboten. Wir alle anderen versuchen auch sie zu überleben. Wenn sie angreifen, werden sie sich unserer Einheit verteidigen, aber wir sehen sie nicht als unsere Feinde. Ihr geht widerliche Kreaturen, wir sollten sie auf ihrem Elend befreien. Auf jeden Fall. Es kann niemand gegen neben uns geben. So, jetzt würde das bedeuten, dass ich mit denen die angreifen kann. Nee, da muss ich wahrscheinlich erst hier runter. Und jetzt? Wir haben etwas gefunden, das wie der alte Stadt aus der Vorkriegszeit aussieht. Wir wissen nicht, ob sie bewohnt ist, aber es könnte sich lohnen, ein paar Speer auszusenden und sie zu erkunden. Wer weiß, welche Geheimnisse unter den Trümmern verborgen sind. Seid so vorsichtig. Okay, okay, wunderbar. Das ist die Stadt. Warte mal, da muss ich. Nee, mit Pfeiltasten geht es ein bisschen zurück. So, kann ich denn jetzt mit denen die angreifen? Befestige Gegenangriff. Schlafen? Nee. Feuereinheit. Runde überspringen? Nee. Betäuben? Sofort. Befestigung und Gegenangriff, das ist doch immer gut, oder? So, Baumeister haben wir jetzt hier. Aber auf dem Feld war nur Wasser. Hier sind Wissenschaftspunkte. Vielleicht sollten wir, aber kann man da bauen? Ne, wir müssen so einen Turm bauen, war da im Dingens, ne? Ich glaube, wir gehen hier hin mit dieser Einheit.
Und da müssen wir jetzt was bauen. Und zwar diesen Turm, wenn es geht. Aber dafür haben wir nicht genug Einheiten. Wir brauchen 10 Wasser, 10 Essen und 5 Öl. Öl sind wir fast dran, aber der Rest noch nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Wasser bauen will, geht das auch nicht. Nahrung geht auch nicht. Okay, das bedeutet, mit denen können wir jetzt nicht so viel machen. Höchstens ein bisschen rumspähen, ne? Okay, dann ist das erstmal durch. Die Einheit ist durch, die Einheit ist durch. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Andere Einheiten, was passiert jetzt da unten? Sehen wir das? Die Wasteländer haben da unten geschossen. Und starten Gegenangriff und das sah schon mal gut aus, ne? Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir den Angriff starten. Betäuben. Okay, wir haben die betäubt. Und Befestigung mit Gegenangriff ist immer gut, ne? Oder? So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch nicht besser. Den Turm können wir immer noch nicht bauen, ist klar. Aber ich glaube, das wird ja jetzt mehr, oder? Ich will es hoffen. Ja, ich kann das ja nicht bauen, oder? Kann nicht außerhalb von der Grenze gebaut werden. Also abbrechen. Habe ich denn hier irgendwo eine Grenze? Und das ist das einzigste freie Feld dann, ne? Ödland. Da können wir einen Forschungspunkt holen. Was können wir denn hier? Können wir denn hier was bauen da, was Forschung ist? Ölfeld, Wohnsiedlung, Forschungsabteilung. Aber da brauchen wir auch 664. Gut, das ist jetzt die nächste Einheit, die wir dann brauchen. Okay, hier können wir Baumeister anheuern. Speer anheuern. Haben wir einen Speer gebaut schon? Ja. Baumeister anheuern, Speer anheuern. Bringt uns das was? Das kostet uns ja auch alle was. Nee, dann machen wir mal Runde überspringen. So, das sind jetzt die Speer. Die laufen erstmal dahin. Und können dann da als nächstes was entdecken. Das ist schon mal gut. So, fertig die Runde. Wir müssen mal gucken, was hier unten passiert. Die haben wir betäubt. Gucken, wenn hier die Wasteländer dran sind, was passiert. Da sind sie. Okay, die haben nichts gemacht. Du bist dran. Betäuben. Noch 4 Runden, oder was? Feuereinheit. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Okay, jetzt wurde angegriffen dann und sie sind auch schon kaputt. Gut, hat gut geklappt. Dieb zerstört. Sehr gut. Dann können wir weitergehen, weil irgendwo war hier die Stadt, ne? Da, ne? Oder? Können wir da noch hin? Ne, ich glaube erst nächstes Mal dann. Vorstädtische Ruinen. Gut, dann haben wir das geklärt. Das sind Pazifikator. Das ist eine Einheit mit. Ja, da kann sie nicht weiterlaufen. Zwei Einheiten sind erstmal gut. Die geht damit runter, ne? Die waren schon. Ne, die waren noch nicht. Die Speer gehen erstmal dahin. Wissenschaftspunkte plus 1 haben wir da gerade geholt. Annehmen. Und wir kommen auch noch dahin. Wir haben einen alten Militärschießplatz gefunden. Das ist eine tolle Gelegenheit für unsere Soldaten, ein wenig Spaß zu haben und gleichzeitig zu trainieren. Aber dann natürlich werden sie ein bisschen Munition verschwenden. Wir können es uns leisten. Schieß los. Wir können keine Munition verschwenden. Wir können es uns leisten. Schieß los. Machen wir. Ereignisse, Angriff plus 1 und Öl minus 2. Okay. Ja, jetzt haben wir fast keine Öl mehr. 6. Ja, müssen wir ja annehmen, ne? Bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir haben eine seltsame Einheit, aussehende Einheit auf dem Ödland gesichtet. Es ist nämlich kein Westländer. Es trägt ein Symbol und in einigen unseren alten Archiven wird es erwähnt. Es ist das Symbol des aktiven Radios.
Wenn es erwähnt wird, wird in der Regel auch von massiven Protesten und drohender Macht und Widerstand gegen einen totalen globalen Krieg berichtet, während andere Berichte darauf hinweisen, dass es der einzige Weg zum Aufstieg durch das überwältigende Licht ist. Was auch immer es ist, ist ein wirklich bizarres Zeichen. Wie sollten wir mit Menschen umgehen, die sich mit diesem Symbol identifizieren? Menschen, die sich mit dem Aktivradio-Symbol identifizieren, in Bedrohung darstellen. Wir sollen der Aktivradio-Doktrin wissen nicht, wie sehr sie sich verehrt haben. Wir können Deserteure und Flüchtlinge aufnehmen, wenn sie sich uns nähern, aber für ihre Einheiten gibt es keine Gnade. Die Aktivradio-Doktrin ist natürlich viel schlechter als unsere, aber sie hat ein Potenzial. Da sind sie Befehl klar. Vernichten sie den gesamten Nö. Die Deserteure und sowas, sie nehmen wir auf. Oh, da sehen wir ja ganz viel von denen schon. Na dann. Okay. Der Speer. Die haben so ein Radar schon und so. Das ist ein Atomkraftwerk, alles klar, ne? Wo sind wir da? Das sind jetzt unsere Speer, ne? Haben wir denn hier alles entdeckt? Ja, schade, dass der Fall da drauf ist und man dann nicht so viel sehen kann, ne? Menschen steht da. Okay, da kannst du also ein Lager bauen. Schießstand. Da ist aber so ein Dorf, ne? Ja, zack, da geht's hin. Irgendwie gleich. Nächste Einheit. Was sind das wieder? Baumeister. Und die sind in der eigenen Zone. Und was sollten die bauen? Was kann man hier bauen? Forschung. Vielleicht sollten wir wirklich Forschung bauen, ne? 664. Komm, wir bauen das. Annehmen, Forschung vorantreiben ist vielleicht nicht verkehrt. Nächste Einheit sind die da unten. Achso, die müssen noch nach hier gehen, ne? Ja, die sollen nur darüber marschieren, machen sie aber nicht. Runde überspringen? Nee. Träumen? Nee. Die können nicht mehr laufen, aber es wird kein rotes X angezeigt. Doof, ne, oder? Okay, dann machen wir weiter. Okay, jetzt sind die anderen dran. Schauen wir mal, was passiert in dieser Runde. Wir haben ja da oben die anderen Atomleute da entdeckt. Wastelanders, du bist dran, okay. So, marschieren wir da rein in die Ruinen. Nur ein paar Ruinen. Wir haben eine Stunde damit verbracht, die Ruinen zu durchstöbern, aber es ist nichts Interessantes dabei rausgekommen. Oh, schade. Diese Einheit kommt jetzt nachgerückt. Und unsere Speer. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell. Unsere Speer sollen ja hier hin. Feind gesichtet, okay. Ja, aber wir wollen trotzdem dahin. Feind gesichtet, okay. Bei der Suche der Ruinen einer Industrieanlage haben wir ein Paket mit nicht verschickten Wasserfilterchips gefunden. Sie sind in Shelter 13 interessiert, was auch immer das sein mag. Offensichtlich haben sie das Paket nie erhalten, also könnten wir sie jetzt über uns selbst nehmen. Allerdings müssten wir einige Arbeiten an unserer Systemfunktion, um es mit diesem Chip kompatibel zu machen. Nehmen sie mit. Wir brauchen sie nicht. Nehmen sie mit. Wissenschaftspunkte, Einkommen minus 1 und Wasserproduktion plus 3. Och, das denke ich mal, ist ja ganz nett, oder? Weil Forschung bauen wir gerade auf und das ist ja dann okay so, oder? Minus 3 ist natürlich eine Hausnummer. So, weiter geht's. Was müssen wir hier noch machen? So, da können wir schon wieder was bauen. Ja, wieder Pazifisten, ne? Aber die müssen wir auch unterhalten, oder? Okay, ich denke mal, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.